Moin, ich bin Markus, Pizza-Experte bei Bernhard und habe euch heute dieses schöne Gerät mitgebracht, den Nero. Ich zeige euch heute, wie man den auf Höchstleistung bringt, damit der so richtig performt und ihr zu Hause auch die perfekte neapolitanische Pizza machen könnt. Aber bevor du loslegst, bitte beachte alle geltenden Warnhinweise in der Aufbauanleitung. Fangen wir damit an, dein Nero stabil und windgeschützt hinzustellen. Als nächstes legst du dir alles, was du brauchst zum Befeuern, bereit. Nutze hierzu eine Kombination aus Pellets und Hartholzscheiten. Damit erreichst du die perfekte Hitze und eine rollende Flamme. Achte darauf, dass die Hölzer alle in etwa diese Größe hier haben. Zum Anzünden solltest du ausschließlich Naturanzünder nutzen. Vermeide den Einsatz von Chemie. Bevor es jetzt losgeht, schließe die Tür deines Neros. Starte mit einer Handvoll Pellets, auf die du einen brennenden Anzünder legst. Darauf gibst du noch eine weitere Handvoll Pellets. Nach ein paar Minuten sollten alle Pellets gleichmäßig brennen. Dann ist der Zeitpunkt für die Holzscheite gekommen. Gib nach und nach kleine Holzscheite in die Brennkammer. Ab jetzt heißt es immer wieder abwechselnd Pellets und Holzscheite nachlegen. Aber Achtung, lege immer nur kleine Mengen nach, um die Flammen nicht zu ersticken. Nach ca. 15 bis 20 Minuten Pellets und Holzscheite nachlegen, sollte dein Nero jetzt auf Betriebstemperatur sein. Wir sind ready und jetzt ist es ganz wichtig, dass du dich nicht nur auf dein Thermometer vorne am Nero verlässt, denn es kommt auf die Temperatur am Stein an. Dort legen wir nachher deine Pizza drauf, da müssen die richtigen Temperaturen hin. Dementsprechend schnapp dir ein Laserthermometer und ab 400 Grad kann's losgehen. Jetzt heißt es noch einmal Pellets und Holz nachlegen, um die perfekte rollende Flamme zu haben. Denn diese sorgt für unsere Oberhitze. Und jetzt genießen wir noch ein paar grandiose Aufnahmen einer perfekten neapolitanischen Pizza. Und? Alles geklärt? Na dann, steht deiner perfekten Pizza jetzt mit Nero nichts mehr im Wege. Viel Spaß!